So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helle Luzon mit mir, dem Crusader. Und ihr seht es schon, heute habt ihr eine etwas andere Ansicht. Das liegt daran, dass ich hier gerade in der Admin-Camp bin und... Okay. Ja, moin. Was sind meine Augen da? Okay, was war da eben gerade am Spawn los mit dem MG? Okay, sag dir mal, wenn der Spawn soll, bitte aufhören, direkt auf unsere Leute zu schießen, sonst gibt's Ärger. Mann, eigentlich wollte ich für euch nur, wurde wegen Teamkill gesperrt. Alles klar, damit hätte sich das schon erledigt. Der Typ ist gesperrt. Eigentlich wollte ich euch nur eine kleine Aufnahme von Helle Luz zeigen, und zwar aus der Admin-Cam. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie ihr kämpft, beziehungsweise einfach mal die Sicht von oben so ein bisschen zeigen. Und die ist auch relativ spannend. Leider hat hier eben gerade ein Spieler voll in die Leute reingehalten, was ich ehrlich gesagt ziemlich ärgerlich finde. So, hier vorne haben wir den ersten Supply Truck, der sich aber gerade festfährt, wenn er nicht aufpasst. Gefahren von Xeel. Ja, jetzt muss er aber Gas geben mit Xeel. Du musst auf den Punkt. Du kannst auch hier lang fahren, das ist besser, wenn man mal auf die Karte guckt. Du musst zur Ortsrand, wenn du hier lang fährst, kannst du hier. Und da, wo du jetzt lang fährst, da hast du überall nur Scheiße, da fährst du dich auf jeden Fall fest. Weil hier vorne kommst du halt nirgendwo durch. Du kannst, wenn du gut bist, kannst du hier hinten noch durchfahren, aber das wird nichts werden, oder? Macht er das? Das macht er. Mal gucken, was der Gegner so anstellt. Nix. Du sag mal, bei dem Kollegen Crusader, was ist das für ein Kamerasymbol gewesen? Admin-Cam-Symbol. Ich habe direkt gerade live am Spawn gesehen, wie der eine Typ die anderen weggeschossen hat. Cam-Symbol, also sprich, du beobachtest gerade andere oder? Ja, ich habe keine Rechte, irgendwas zu tun, aber ich habe halt, kann halt ziemlich genau sehen, und der Pitfon hat eben gerade richtig hart reingeteamkillt. Deswegen ist er auch geflogen. Der ist erstmal schön mit dem MG am Spawn gespawnt und hat alle niedergeballert. Okay, ich habe die Verbindung zum Haus verloren. Super. Cruise, es ist doch alles erlaubt, was das Spiel hergibt. Sowas vielleicht nicht unbedingt. Das hat der Server dann auch ziemlich schnell bestraft und den schnell gekickt. Hört ihr mich noch? Ja. Hören dich noch. Ja, das ist cool. Bei mir steht mich ja der Hinweis, Verbindung zum Host verloren. Ja, einfach ignorieren. Nicht mein Chat. Das ist sehr witzig. Ist das so ein Auto-Kick? Nee. Ich bin eigentlich jetzt vom Server geflogen, aber ich kann euch noch mit euch reden hier. Netter Bug von Vivo. Vivox. Okay. So, der Xeel hat hier gerade die Leute spawnen lassen. Kann er gar nicht gebaut haben. Kommt's halt wieder. Ja, ich versuch's mal. Jetzt rennen sie gerade los auf dem Punkt von Ortsrand, wo übrigens immer noch kein Gegner ist. Frag ich mich, wo sind die Gegner eigentlich hin? Hier ist noch kein einziger. Obwohl hier 43 Spieler sind. Frage ist, wo die Gegner denn hin sind, wenn sie nicht dort sind. Ah, da kommt er. Der wird von Xeel wahrscheinlich gleich direkt rausgenommen. Okay, nein, er stellt den Truck ab. Meine Güte, jetzt leider schon 4 Minuten vom Spiel. Ich frag mich, wen der
der Panzer hier gerade beschießt. Aber so eine Aufnahme, dass man in so ein Rohr reingehen kann, die gibt es bei Hell & Loose auch so noch nicht. So, mal gucken, was der Panzer hier feuert. Der schießt anscheinend auf die Leute, die hier hinten rumlaufen, wenn er mal einen gesehen hat. Und hier haben wir gleich erst unseren ersten Infanteriekonflikt. So 5 Minuten nach Spielstart. Ziemlich lang schon. Er wartet hier, der Fat Damon. Der rennt nicht rein. Ich denke mal, der hier wird den Kampf nicht gewinnen, weil er besser steht. Der hat verloren. Gegen den Leonis, der hier gleich gegen jede Menge Infanterie kämpfen muss. Oh, Leonis. Oh, Leonis. Oh, schön. Noch einer, noch einer. Oh, nice, Leonis. Ist überhaupt Leonis? Keine Ahnung. Die Nate war nicht gut. Die Nate war nicht gut, Junge. Die Nate war auch sau schlecht. Hau bloß ab, Mann. Oh, er rettet sich und er sieht es hier nicht. Überhaupt nicht. Er sieht es nicht. Oh oh. Oh, 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 oh. Nimm den Fuck, nimm den Fuck. Oh, da hat ihn erwischt hier. Getötet vom Dread 41-7. Brad, was ist jetzt dein Plan? Oh, Brad wird gleich erschossen da hinten von dem Panzerhausschützen. Wenn er hier nach links guckt, kommt der Brad dann schnell weg. Noch lebt Brad hier an vorderster Front. Ja, die Nades könnten okay sein. Nee, ich bringe ihn rein. Ah, er hat geraucht, okay. Direkt die blaue Wand. Red greift blutig an. Dem Spielspiel mag ich nochmal, aber die Army, oh, er überlebt es. Sehr gut. Red, komm schon. Red ist sehr offensiv im Angriff. Das macht er sehr gut. Sehr gut, Red. Sehr gut. Nicht sterben. Komm, jetzt steh auf. Holst der einen weg, leg dich wieder hin. Komm schon. Okay, er greift weiterhin. Ja. Er weiß nicht genau, was er machen soll, weil er ist der Einzige, der so weit vorne ist. Deswegen kommt keiner an. Es sind überall um ihn herum Gegner. Oh, Dread. Der Leon kommt. Leon weg noch, kommt da wieder. Dread lässt sie alle passieren. Der Typ ist gar nicht mal so doof. Ziemlich clever, Dread. Ich hätte schon längst ein, zwei weggesnackt und der dabei gestorben hat. Garantiert. Weil er sollte Dread eigentlich hören, dass um ihn herum überall Gegner schießen. Aber er kann die Jungs vom Gras auch tatsächlich gar nicht sehen. So, die Granate war gut. Leider daneben. Der ist nicht der Axel. Komm schon, Dread. Mach was aus deinem Leben. Axel ist weg. Fred, du liegst jetzt hier rum und machst gerade nichts. Komm schon. Du hast dich gut vorgekämpft. Jetzt musst du es einsetzen. Jetzt musst du mit deiner Position die Tötungen auch holen. Hier, der rennt wieder weg. Den wirst du ja aber schaffen, oder? Komm, den kannst du sehen. Ja, den siehst du auch. Falls du weg. Falls du weg. Schön, Fred. Gleich links kommt noch einer, Dread. Siehst du? Ja, gut, Dread. Rechts wieder einer. Guck mal, was mitkriegt. Ach, der ist hinter der Ecke. Boah, Dread, nice Nate. Alter, Junge, du bist gut. Du bist gut. Egal, wie der Dread 41-7 ist, der bewegt sich hier gerade gut. Ach, scheiße, jetzt wurde gesehen von das Weiß und einem Medic, der hier gerade
Die Leute wiederholt, Axel wurde allerdings nicht von Dread getötet. Dread hat sie aber mit einer Nate weggemacht, was bedeutet, die kann er Medic nicht wiederholen. Was schießt das, weißt du, ne? Vor dir kommt einer Weizen, der Bauer, auch sehr aktiv, sehr gut vorne mit dabei. Oh, sehr schön, Weizen mit der Pistole hast den Gegner erwischt, nice, jetzt ist aber gesmoked, was machst du jetzt? Jetzt tackle ich mal. Kann ich jetzt den tackeln mit Ü? Nein, den wollte ich jetzt nicht tackeln, den Leonis. Ja. Dann mit R kann ich jetzt frei um ihn herumlegen. Ich wollte den da hinten tackeln. Die enttackle ich wieder. Nur mal ganz kurz nachgucken. Tackle ich den Horn. Weil wir sind gerade bei Weizen. Weizen hat gerade hier den Life Point. Letzten Kill gemacht, den wir beobachtet haben, deswegen sind wir jetzt bei Weizen dran. Und mal gucken, was Weizen jetzt daraus macht. Weizen schnappt sich wieder die Piste. Der hat ihm gerade schon gesagt, dass er damit tatsächlich was töten kann. Auch von südlich von Scheune habe ich noch einen Supply Drop runtergelassen. Ich glaube, da könnte noch ein. Weizen, du stehst da sehr offen. Dich wird man früher oder später da sehen. Weizen bleibt eher passiv. Da hat Weizen ein paar Hitze reingekriegt. Und erstmal. Oh! Der Mate, dem Weizen ist gefallen. Alles klar, Weizen. Jetzt hat es auch den Weizen erwischt. Und zwar vom feindlichen Commander. Da vorne haben wir ihn. Das ist Epoch. Epoch hat Weizen erwischt. Steht die Gabel noch? Na, mal gucken, was Epoch jetzt damit anfängt. Er weiß, er hat die Kills gemacht. Okay, erstmal rauchen für die Teammates. Ist hier irgendeiner in der Nähe, der den Rauch nutzen kann? Ja, hier. Einer kann es nutzen. Zwei, drei. Drei können seinen Rauch ungefähr nutzen. Nur wieder wissen zu sehen, wenn der Kommandant anfängt, hier rein zu pushen. Weil die Infanterie einfach nicht angreift. Oh. Ja, gut. Da vor ihm steht noch einer. Medic hat er auch. Ist klar. Epoch pusht weiter. Er sieht die gar nie. Links vor ihm ist noch der Granatenhans. Der Granatenhans merkt ihn nicht. Er kann sich vorkämpfen, ist der gar nie. Sehr schön. Und er schaltet die gar nie aus. Also er hat als Kommandant jetzt den Punkt gecleared. Zwei Mann getötet und die Garni ausgeschaltet, sowie einen OP. Das ist quasi eine Ein-Mann-Armee. Noch lebt er. Den dritten macht er weg. Der Angriff geht runter weiter. Hinter ihm kommt einer, hinter ihm kommt einer, hinter ihm kommt einer. Klink hat Epoch erwischt. Ja, Klink, da hast du den Run beendet von Epoch. Klingt. Du musst verbinden. Wie sagst du überhaupt eine Satchel und Karabiner? Du dürftest ein Pionier sein, okay. Du hast Klingt erwischt hier vorne von ja, von Kivalus. Der Mulunkin in der Granatenhand, die letzten beiden wieder was decken. Arti kommt rein. Sobald er hier rüber wollte, wird es interessant, weil dann wird der Malunkei ihn erwischen. Oh, da hat die Artillerien erwischt. Auf die Arti nehmen wir jetzt mal nicht, die ist ein bisschen weit weg. Aber jetzt hier vorne mal beim Trainer. Malunkei sucht den. Er hat die Steps schon gehört.
wird jetzt noch gehalten von zwei Mann. Der Rest ist tot, also der dürfte demnächst überrannt werden. Das ist alles gut und gut dort. Jetzt kommt der zweite Bummel an. Lennart überlebt und er weiß, dass wenig Gegner im Punkt sein können, müssten. Er weiß, dass da nicht viele drin sind. Okay, interessantes Manöver hier an der Stelle. Splendern sichert ab für sein Team. Sehr, sehr passiv. Sehr, sehr campermäßig, würde ich fast schon sagen. Zweimal im Punkt halt Stracker der Granaten an. Das kennt ja auch mega krass in der Ecke. Aber der hat ja auch eine Stelle, da sitzt ihn halt gar nicht. Ne? Ist für den Punkt, dass die Infanterie vom Gegner jetzt hier reinrennen wird. Das Eisenbüttel liegt im Gras. Weiß natürlich nicht, dass der Granatenanzug direkt neben ihm ist. Mal gucken, wie der Eisenbüttel darauf reagiert, wenn er gleich von dem Granatenanzug geholt wird, der so versteckt da liegt, dass es völlig unmöglich ist. So, was passiert? Oben im Gebäude ist noch einer. Hat er im Gebäude schon geschaltet? Nein. Aber das wird jetzt der Fall sein. Der Granatenanz erledigt den Blackout. Eisenbüttel weiß jetzt, da liegt einer in der Ecke, der dürfte die Information eigentlich gekriegt haben, auf jeden Fall. Er müsste es eigentlich wissen, aber er realisiert es nicht so ganz. Eine sehr interessante Situation hier. Ich kann es mal aus seiner Sicht betrachten, er kann wirklich überhaupt nichts sehen vom Gegner. Wow. Spannend. Oh, er hat den Malunki im Haus erledigt. Jetzt wurde er angeschossen hier vom Granatenanz. Jetzt wurde er vom Granatenanz angeschossen. Und er weiß nicht genau, wo es herkommt. Er weiß es nicht genau. Er hat die Info nicht. Er dürfte jetzt den Granatenanz nachladen hören. Hat er jetzt die Info, dass da einer steht? Nein, er hat sie nicht. Er sucht noch den Gegner. Jetzt hat er aber die Granate auch noch gesehen. Aber er sieht den Gegner leider. Und der Granatenhans sprengt sich selber weg. Ja moin! Granatenhans! Ja, noch eine Granate! Was für eine Situation! Ach du meine Güte, ey! Ja, und somit fällt die Scheune an die Alliierten. Ich hoffe, dieser kleine Ausschnitt hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir ein Like und ein Abo da. Das ist ein neues Format. Sagt mir mal, wie euch das Ganze gefällt. Schreibt es einfach unten in die Comments. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein. Tschüss.